Ja, es war eine gute Idee, dass wir sozusagen erkannt haben, dass das Internet nichts taugt, wenn es darum geht, die einzige Möglichkeit für ein 10-mal bis 100-mal glücklicheres, besseres Leben zu realisieren. Da können wir mit dem Internet praktisch gar nichts anfangen, weil das Internet nun mal, ja, AfD dominiert ist und eigentlich alle, ja, verseuchten von Extremisten, die verseucht sind von Massen an Zentralirrtümern, eigentlich dieses Internet dominieren. Also war es genau richtig, sich von dem Internet wegzubewegen zu, denn jetzt sind die Gelder, die die Professoren jeden Monat freiwillig spenden für das Weiterbetreiben von Weltrat und Next Scientists for Future und eben auch das Weiterbetreiben des ersten Buches. Das Buch, da haben die Leute was konkret in der Hand, das kann man greifen. Das ist nicht Internet, wo viele Leute ja auch ganz zu Recht ganz ablehnend zu stehen, sondern Buch, das hat eine gute Tradition. Und jetzt haben wir so so ein Team aus 5 jungen Leuten, das also für die Gelder der Professoren arbeitet, gut bezahlte Jobs, 15 Euro die Stunde, bar auf die Hand, wenn ein Buch verkauft wird. Die Person, die da den Kontakt hergestellt hat, am schönsten Platz von Köln hier, die kriegt dann 5 Euro Zuschlag und der Teamleiter kriegt 20 Euro die Stunde, bar auf die Hand. Alles aus den Geldern, die die Professoren, die ja selbst kein Geld einnehmen dürfen, alle Ehrenamtlichen, auch ich, dürfen natürlich keinen Cent einnehmen, damit diese völlige finanzielle Unabhängigkeit des Weltrats gewahrt wird. Nur die Mitglieder des Weltrates dürfen spenden in einen Topf, der dann ausgegeben werden darf und wo dann die freiberuflichen und selbstständigen jungen Mitarbeiter, die alle so um die 20 sind, da mitarbeiten können. Eine bildhübsche junge Frau, ein junger Mann und noch 3 andere junge Männer, die alle in den Büchern lesen und eben bei der Öffentlichkeitsarbeit helfen und mir zum Beispiel die Interessenten zuführen. Ja, und dann entsteht daraus vielleicht das erste im ersten Botschaftsgelände Köln. Mittlerweile wohnen also 3 Personen schon im Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes. Das ist allerdings mehr Zufall, dass die dort einfach schon gewohnt haben, ja, sozusagen. Und wenn ich dann das Plenum leite, dann ist immer der erste Punkt Konflikte im Raum, also Konflikte mit Mediation, also direkte sind auch nur die winzigsten Spannungen im Raum, dann müssen wir die sofort bearbeiten, weil aus dem Winzigen wird bald kann ein Riesiges werden, das dann plötzlich nicht mehr beherrschbar ist. Deswegen, und dann zweitens, meint der irgendjemand bei den anderen noch irgendeinen dieser 30 Zentralirrtümer am Wirken zu sehen? Also, so dass also die Ausbildung zum psychobiologischen Psychoanalytiker sozusagen, zum evolutionspsychologisch-psychobiologischen Analytiker sozusagen noch nicht ausreicht, so dass die Selbstanalyse noch nicht ausreichend funktioniert sozusagen, dann braucht die Person wohl auch noch den zweiten Band, was ja auch abgeprüft wird. Und dann eben die Schlüsselfrage. Es geht ja bei uns um die neue Wohlfühlwahlstimme, Wohlfühlstimme und so weiter. Also Wohlfühlen beziehungsweise super glücklich sein. Fühlen sich denn alle sauwohl oder wo fehlt's noch? Und welche Zentralirrtümer könnten da eventuell auch noch im Wege stehen und so weiter? Ja, das ist der neueste Stand. Das heißt, die einzige Chance auf der Welt, überhaupt noch ein glückliches Leben finden zu können, ist nur hier.
und ist konzentriert sich ausschließlich auf das Buch. Das Internet bringt wohl gar nichts, ne? Das Internet ist eine völlig wertlose Einrichtung, jedenfalls für echte Glückssuche. Und wer also ein 10 bis 100 Mal besseres Leben will, da gibt's nur noch diese drei großen Perspektiven. Die beste wäre natürlich, wenn irgendwann ein Milliardär begeistert wäre von unserem Buch und wir dann ein neues Staatsgelände irgendwo abkaufen und dann ein erstes Gemeinwohlland der Erde entsteht. Und als Ersatz haben wir hier das Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, dass wir lauter Mitarbeiter beschäftigen, die sozusagen das Buch immer bekannter machen und die Kommune immer bekannter machen, also die Gemeinwohlgemeinschaft Köln im Rahmen des Botschaftsgelände. Die Gemeinwohlgemeinschaften Köln, weil es mehrere sicherlich sein werden sollen, im Rahmen des Botschaftsgeländes Köln, des ersten Gemeinwohllandes, wobei wir ja darauf hoffen, dass tatsächlich irgendwann ein echter Gemeinwohlstaat entsteht, so dass dann ta das, das tatsächliche Botschaftsgelände dann auch reguliert ist nach der Verfassung des Gemeinwohllandes, die ja total anders ist als die der kranken Bundesrepublik Deutschland, so dass die kranke Bundesrepublik Deutschland uns bei uns zum Beispiel unser Liebesleben nicht mehr so unterdrücken kann, wie es eben der Kapitalismus von allen Ländern erzwungen hat. Liebe und Lebensglück und Sex und alles, was glücklich und gesund macht, zu unterdrücken und zu zerstören, auf dass der Mensch in Deutschland ein perfekter Arbeitssklave, Konsumsklave und Kriegssklave wird, der im Moment jetzt auch noch verarmt wird, weil eben die kapitalistischen Sparten im Moment, besonders die Niedergangssparten, natürlich Deutschland ganz runterknüppeln, ja, und regelrecht eben neue Kundschaft für sich züchten, neue Generationen von Nachwuchs, Verbrechern, Obdachlosen, Arbeitslosen, Armen, Kranken und Behinderten. Gestern mit einer Professorin für Soziologie gesprochen. Ja, diese kranken Geisteswissenschaftler merken nicht, dass sie voll von oben bis unten sind und ihren St mit Zentralirrtümern und finden sich ganz toll, wenn sie diese Zentralirrtümer als Pseudowissenschaftler ihren Studenten vermitteln, die dann natürlich auch wieder neue Generationen von Pseudowissenschaftlern werden. Ja, die Soziologie ist ja sowieso durch und durch eine Pseudowissenschaft. Ne? Das sieht man ja auch in dem Professor Butterwege, wo es immer nur darum geht, völlig blödsinnig Zentralirrtümer bekannt zu machen und zu predigen. Also quasi, dass wir sozusagen den fürstlichsten und großzügigsten Sozialstaat der Erde, wo alle Welt hin will, als Armutsrisiko zu bezeichnen, obwohl hier niemand auch nur jemals Armut kennt in Deutschland. Der Mensch in Deutschland wird ja überschüttet, der kriegt ja eine wahnsinnige Hängematte der Verwöhnung. Bitte, bitte bleib arbeitslos, bitte bleib unser Kunde. Also das ist natürlich als wäre es bewusst. Also das sind alles nicht bewusste Zentralirrtümer, die aber so wirken, als würden die ganzen Niedergangssparten-Mitarbeiter alle nur, als würden sie sagen, bitte, bitte bleibt doch alle in der Hängematte, macht's euch dort bequem, wir brauchen euch als Kunden, lebenslang als Kunden, sonst können wir keine Karriere machen. Ja, und das Buch haben wir bezeichnet als Kurzformel, das erste lebensrettende Schutzbuch plus Lebensschule, ideales Geschenk für Kinder und Junge, damit deren Leben nicht genauso verfuscht wird wie unseres. Das bringt's auf den Punkt. Mein Leben ist zerstört. Ich lebe jetzt mit den Folgen
Ich lebe damit, dass die Zentralirrtümer der Menschheit mein Leben ruiniert haben. Ich habe schon oft erwähnt, wie der Zentralirrtum, ach liebe Kinder, Hochleistungssport ist doch nicht so schlimm, nicht so, nicht bewusst, heißt es dann nicht bewusst, wenn man das Nichtbewusste sozusagen mal als bewusst formuliert, was ja nicht stimmt, aber trotzdem mal so, ja, bringe du Ruhm und Erfolg für mich als Hochleistungstrainer, überlaste du dich, ruiniere du gerne deine Gesundheit, bringe Profite vielleicht auch noch sogar für die Dopingindustrie, für die Pharma- und Chemie- und Medizinindustrie, die dann fleißig dopt. Und wir Ärzte warnen dich auch nicht davor, vor den Spätfolgen des Hochleistungssportwahnsinnes, und denn wir kassieren dann später, wenn wir dich dann behandeln, wenn du dann ein Wrack bist, kassieren wir riesige Summen, und das ist natürlich alles nicht bewusst. Die haben alle Zentralirrtümer im Kopf, weswegen sie ihr Verhalten für richtig halten und für gut und richtig. Am Ende läuft's aber hinaus drauf, dass das Leben der Kinder durch Hochleistungssport zerstört wird und am Ende sich alle bereichern an den Wracks, an den, genauso wie an den Helden, die den Heldentod im Krieg sterben und dann eben Waffen konsumiert haben. Und genauso ähnlich ist das. Also wir sind Sportsoldaten und werden verheizt und verbrannt. Und wenn ich dann dran zurückdenke, wie ich bis zum 18. Lebensjahr quasi nur sehnsüchtig zu den, all den hübschen Mädchen geschaut habe und mich nicht getraut hat, ranzukommen, weil ich den Zentralirrtum abbekommen habe. Oh, irgendwie Körperkontakt, Sex und Annäherung an Mädchen muss was ganz Böses, Schlechtes und Gefährliches sein. Dieser Zentralirrtum hat bei mir also mindestens bis zum 18. Lebensjahr gewirkt. Und auch dann habe ich mich nicht dem Mädchen angenähert, sondern sie sich mir im Prinzip. Ne? Ja, und aber dann durch die Wissenschaft habe ich dann doch langsam geahnt, dass es sich da um einen Zentralirrtum handeln dürfte. Also gilt wirklich der Satz, ideales Geschenk für Kinder und Junge, damit deren Leben nicht genauso verfuscht wird wie unseres. Denn ich hätte das Buch mit 10 Jahren gebraucht, dann hätte es mich gerettet vor all den Schädlichkeiten des Kapitalismus. Ja, die Zahl der Krebserkrankungen, ach so, ich kann ja noch mal, ja, ganz kurz, wo bist du hier? Ja, ich wollte dem Buch auch nur mal ein paar Bilder geben, damit ihr das, ja, so kaufen die Leute das Buch. Das sind die unendlich vielen begeisterten Rezensionen. Man kann ja die Aufnahme anhalten und dann jede einzelne lesen, diese Rezension. Na? So, mal schnell durchklicken. Ja, und der größte Zentralirrtum ist, wenn die Opfer der Zentralirrtümer, wie diese Professorin gestern der Soziologie, meint, sie wüsste irgendwas in der Welt, obwohl sie nur voll von Zentralirrtümern sind. Und das, der Kapitalismus ist so raffiniert, das abgefüttert sein mit Zentralirrtümern, empfinden die Opfer als Wissensanhäufung und als Kompetenzanhäufung. Also das Manipuliertsein wird im Kapitalismus erlebt als gebildet sein, ja, und ausgebildet sein sogar. Ja, das ist der Hammer. Ne? So, ach so, das, nee, das war es jetzt aber auch schon wieder. Dann kann ich jetzt hier wieder. So, jetzt haben wir dem Buch ein paar Bilder gegeben, damit das nicht so anonym ist wie dieses wertlose Internet.
Ja gut, die Zahl der Krebserkrankungen, ein paar neue Meldungen, die Zahl der Krebserkrankungen bei Menschen unter 50 Jahren hat weltweit immens zugenommen. Das ist also aus der Presse. Und das schließt natürlich an unsere Bücher dran an. Aber das war ja schon klar. Und wir haben drei Faktoren, die uns kränker machen in Deutschland, in der Welt. Die Überdigitalisierung mit den Smartphones und die damit auch noch zugenommen habende Entwicklung des Bewegungsmangels. Man sieht, dass den Schaden den Kindern immer mehr an, immer mehr fettverquollene, schiefknochige, verwachsene Monster, denen die keine sexuelle Attraktivität mehr haben, also für die Liebe schon zerstört sind und schon todkranke sind und dass die natürlich mit 40 Jahren schon Krebs bekommen, das ist ja klar, ne? Auf Basis ihrer Auswertung prognostizieren die Mediziner, dass die Zahl der neuen Krebsfälle und der damit verbundenen Todesfälle bei den unter 50-Jährigen bis 2030 weltweit um weitere 31% bei den Diagnosen steigen wird und bei um 20 Fälle, also ein Fünftel, nochmal ansteigen wird in 7 Jahren. Bei den Todesfällen steigen werde, wobei die über 40-Jährigen am meisten gefährdet seien. Uns geht's doch allen super, ja, oder das sind die Zentralirrtümer, das höre ich dann. Nee, es geht uns doch allen super, weil Menschen ja auch die Statistiken nicht sehen können. Kaum einer, obwohl jetzt mir gestern manche Leute gesagt haben, ja doch, ich sehe das schon, in meinem Bekanntenkreis wird immer häufiger an Krebs gestorben und so weiter. Also ich meine als Mensch schon auch diese Statistik bestätigen zu können. Aber die meisten Menschen kriegen ja gar nicht mit, wie es den anderen geht und dass es wirklich immer schlechter wird, ne? Aber das optische Bild ist ja auch erschreckend. Schauen Sie sich mal die Monster an, die durch die Innenstädte wabern und wanzen. Das sehen Sie ja ganz viel. Bei vielen Menschen kann man ja direkt am äußeren Erscheinungsbild schon die Totalzerstörung des Menschen sehen. So, im Behindertensport ist Deutschland sehr erfolgreich. Ja, züchten doch unsere größten Niedergangssparten der Welt fleißig Behinderte durch ZIs. Wie war das? Die Niedergangssparten züchten sich ihre eigene Kundschaft. Neue Generationen von neuer Kundschaft, neuen Nachwuchsverbrechern, Obdachlosen, Arbeitslosen, Armen, Kranken und Behinderten. Ja, und natürlich sind wir dadurch gut im Behindertensport, züchten wir doch unheimlich viele Behinderte in absolut widernatürlicher Weise, damit diese Sparten, die ihre Karrieren machen in der Betreuung von Behinderten, natürlich auch richtig schön Aufstiegschancen haben und mehr Gehälter kriegen. Ja, und dann wieder aus der Presse, da Internetpresse. Warum es trotz offener Stellen in Deutschland so viele Langzeitarbeitslose gibt? Diese Frage sei bei Markus Lanz irgendwie nicht beantwortet worden und so weiter. Ist doch ganz einfach, kann der Weltrat natürlich ganz einfach beantworten. Eben weil die Langzeitarbeitslosen fast alle nicht den Mindestlohn wert sind und die Firmen deshalb nicht riskieren können, die offenen Stellen mit inkompetenten Leuten zu besetzen, denen sie jedes Jahr, wo sie quasi jeden Monat, jeden Tag, jede Stunde ganz viel Geld verlieren, wenn sie diese Leute beschäftigen. Ja? Und das kann kein Unternehmen in der Welt sich auf Dauer erlauben. Ne? So hat sich, also die Leute, die Unternehmen brauchen für ihre offenen Stellen, Leute, die entweder den Mindestlohn wert sind oder es darf keinen Mindestlohn geben, so dass sie denen auch 5 € zahlen dürfen, wenn die nur 5 € wert sind, ne? Und so krank ist aber, es geht ja, der Mindestlohn, wie gesagt, war ja eine Idee, die höchstwahrscheinlich von Arbeitsamtmitarbeitern kam und wodurch sich die Arbeitsamtmitarbeiter ihre Karriere und Aufstiegschancen gesichert haben.
indem sie sozusagen über den Mindestlohn jetzt lauter garantiert langzeitarbeitslos bleibende Kundschaft produziert haben, aber sich auch gesichert haben. Also jetzt aus dem Pool der Langzeitarbeitslosen wird niemand mehr die offenen Stellen besetzen können, weil diese Leute alle keine 12,80 € demnächst, 82 oder irgendwas, auf keinen Fall wert sind. Und das kann kein Unternehmen sich erlauben. Das ist ein Naturgesetz. Jedes Unternehmen, das Mitarbeitern mehr zahlt, als sie wert sind, geht pleite, so sicher wie das Armen in der Kirche, ist nur die Frage, wie, wann es pleite geht, ne? Und wann dann auch der Unternehmer arbeitsloser wird und Kunde der Arbeitsamtmitarbeiter wird. Juhu. Ne? Also die Niedergangssparten sind in Deutschland fleißig. Also so hat sich über den Zentralirrtum des Mindestlohns die Arbeitsamtssparte seine Kundschaft gesichert. Ja, und dann hatte ich so eine Rückmail von jemandem, das sind diese ganzen Sektenopfer, die ja glauben, sie hätten schon Wissen gefunden, wenn sie Sektenopfer sind, kapitalistischer Sektensparten. Und da habe ich dann geschrieben, danke, schon die ersten Sätze verraten, dass Ananda wie Yogananda, Paramahansa Yogananda, habe ich auch mal gelesen, den Quatsch, fußen auf den von den 30 Profs und 4 Journalisten im Buch, wir haben ja da 10 Gastprofessoren circa, da, die da mitwirken und 4 Journalisten, Profischreiber und so weiter, beschriebenen Zentralirrtümern, also fußen auf den Zentralirrtümern von der angeblichen Ursache Gier. Angeblich sei die natürliche genetische Gier der Lebewesen die Ursache für alles Böse. Ja? Und von den angeblichen Lösungen, unverstandenes Teilen, Meditation, Yoga und so weiter. Was ja alles nur Yoga und Meditation sind ja Ersatzbefriedigungsversuche für das Räkeln, das lustvolle Regeln, was wir im Sex eigentlich natürlicherweise haben und dann die darauf folgende völlige Tiefenentspanntheit, die also künstlich über Meditation und Yoga ersatzweise hergestellt wird, damit das große Glück, die sexuelle Erfüllung, bloß nicht praktiziert wird. Ne? Also es handelt sich ja um sexualitätsunterdrückende Heilslehren, die sozusagen die Menschen fernhalten von der Natur des Menschen, seiner tiefen, durch multiple Orgasmen bei Frauen und so weiter, zu tiefsten sexuellen Befriedigung und tiefen Entspanntheit und lustvollem sich entspannen, nachdem sich vorher lustvoll räkeln im sexuellen Akt und so weiter, ja. Also ich habe ja, also Meditation und Yoga sind da halt so eine kleine Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes Leben. Und das wird natürlich von den kapitalistischen Sparten vermarktet gegen viel Geld, ne? Ja, so dass also diese Leute also garantiert niemals maximal glücklich werden können, weil auf unrealistischer Ideologie und Ersatzwegen fußend. Wo ist die? Ja. Ja, hab nur mal schnell den Tippfehler hier korrigiert. So hat sich über den ZI des Mindestlohnes die Arbeitsamtssparte ihre Kundschaft gesichert. Ja, also hier die Opfer der Sekten, die ganzen Sektenopfer von der gefährlichsten esoterisch-spirituellen Weltsekte, da mit eigenen Geschäften und Verkaufsgeschäften, wahrscheinlich ein weltweiter Abermilliarden Umsatz, bloß Ersatzbefriedigungsversuche für fehlendes Liebesleben,
zu verkaufen gegen viel Geld, so dass die also Leute also garantiert niemals glücklich werden können und weiterhin konsumieren und kaufen, Kurse kaufen und alles, weil das Ganze auf unrealistischer Idiotie, ja, also Sex ist ja nun mal kostenlos, ne? Natursex. Und hier geht's ums Verkaufen. Ja, niemals glücklich werden können, weil auf unrealistischer Ideologie und Ersatzwegen fußen. Solche Fehler und Glückshemmnisse, müsste es eigentlich heißen, hat unser Modell genauso überwunden wie die anderen Zentralirrtümer der Menschheit, auf denen die anderen glücksunfähigen Gemeinschaften fußen. Einander hat zu viele Menschen leicht erreicht. Auch das ist ein schlechtes Zeichen. Durchschnittliche Menschen fallen immer in Massen auf verrückte Ideologien, Zentralirrtümer herein, siehe Hitler, Katholizismus, DDR und so weiter. Weil einander nichts mit Wahrheit zu tun hat, sind viele Menschen dort. Für Wahrheit geeignet sind nicht so viele. Nur diese Ausbildung zur irrtumsfreien Gemeinschaftsfähigkeit erlaubt volles Glück. Also unser Buch wieder als Link. Der YouTube-Film, auf den hin ich schrieb, machte den Eindruck, da würde auch über andere Modelle berichtet werden. Gibt es da eine Möglichkeit zum Bericht über unsere Gemeinwohlgemeinschaftsmodelle? Natürlich nicht, weil es natürlich da um Werbung und Abzocke von Opfern geht, von Sektenopfern und Opfern, die am Ende sicherlich viel Geld da lassen. Ja. Der Kapitalismus hat in ihnen die Illusion vom kritischen Menschen erzeugt, alle bisherigen Infoquellen auf den Sondermüll werfen. Mit den zwei Büchern beginnt dann erst das Dasein als kritischer Mensch. 10 Jahre Gefängnis für jeden im Gemeinwohlland, der eine Mutter beeinflussen möchte. Lass dein Kind weiterleben oder lass es nicht weiterleben. Also, denn eine... Wir geben im Gemeinwohlland, wir stellen wieder den Naturzustand her, die Mutter entscheidet über Leben oder Tod ihrer Kinder, das ist ihre Sache. Niemand darf ihr reinreden. Wir müssen dann halt irgendein Alter mal festlegen, ab dem die Mutter, ab dem das Kind, an dem die Mutter nicht mehr sozusagen das Sterben des eines problematischen Kindes sozusagen in die Wege leiten kann. Ja. Gespräch mit Jugendlichen, gegen deren Weiterleben sich die Mütter entscheiden, ja, also was würde man sagen? Liebe Jugendliche, eure Mutter, jedes Kind in der Natur ist auf Probe. Und wenn eure Mitmutter vielleicht geisteskrank ist und sich deswegen gegen dich entscheidet und gegen dein Weiterleben entscheidet und dass du also in einem Glückseligkeitsrausch von dieser Welt verschwindest, also du erlebst eigentlich nur Glückseligkeit und sonst nichts, was anderes erlebst du nicht, du bist einfach nur weg, erst bist nur glückselig, fühlst dich sauwohl und dann bist du halt irgendwann weg und dann ist es vorbei. Und wenn deine Mutter das aus Geisteskrankheit rausmacht, hat das auch was Gutes, denn in dir sind dann ja auch möglicherweise auch diese Geisteskrankheitsgene mit dabei, wobei natürlich Geisteskrankheit, Frau Professor Felis Tschakka hat uns das ja auch gelehrt, wie vieles andere, natürlich auch durch die ganzen Gifte unserer giftigen kapitalistischen Welt verursacht sind, besonders Ernährungsgifte oder Haschisch oder ähnliche Sachen, ja. Und das, was zu Gehirnstörungen führt. Aber dann hat es auch sein Gutes, dann, wenn dann sozusagen deine Mutter besser keine Nachkommen hat. Auch da müssen wir um Verständnis bitten. Ein gesundes Land züchtet halt keine kranken Kinder sozusagen, ja, sondern das machen die kapitalistischen Sparten, das machen die Niedergangssparten, weil es da ganz viele Industrien gibt, lieber Jugendliche, die davon leben, dass überall Verbrecher gezüchtet werden, Obdachlose, Arbeitslose, Arme, Kranke und Behinderte.
Und das wird in der Natur nicht gemacht und natürlich deswegen auch im Gemeinwohlland nicht gemacht. Die einzige Härte, die ein Gemeinwohlland ist, dass es ein bisschen hart mit Kindern und Jugendlichen umgeht. Aber dafür, dass es da sozusagen eine natürliche Härte an den Tag legt und jedes Kind mit der Frage belegt, ist dieses Kind ein Winner oder Ausschuss? Ist das ein, für die Mutter ein Hauptgewinn, ein guter Transporteur auch ihrer eigenen Gene, ihre Teile ihres eigenen Genoms in die Zukunft hinein, so dass die Mutter dieses Kind begrüßt und will, dass es weiterlebt? Oder ist das nur ein die ganze Gesellschaft zerstörender Ausschuss, den niemand braucht? Und leider ist eben die Natur so, dass das Genom und das Gehirn sind nun mal, die ganze Evolution basiert darauf und funktioniert leider nur, wenn sowohl das Genom und das Gehirn beide gleichermaßen überwiegend Ausschuss produzieren. Und dieser Ausschuss, der muss ja weg, den können wir ja nicht alle, wir können ja nicht wie im Kapitalismus, wo die Niedergangssparten sich alle auf den Ausschuss stürzen und sagen, die müssen weiterleben, damit wir Karriere machen und Geld verdienen und Profit machen und der ganze Staat dann am Ende kaputt geht. Sondern in einer gesunden Land müssen wir doch uns müssen wir doch die Mütter gegen den Ausschuss entscheiden lassen und wir müssen doch eine Wirtschaftsmechanik haben, dass die Ausschussideen des Gehirns, also die Zentralirrtümer, wieder von der Welt verschwinden und aussterben und nicht sich weiter ausbreiten und so weiter. Das heißt also, in der Natur gibt es eine grundsätzliche Härte gegenüber Ausschussproduktionen. Ja? Ausschuss wird beseitigt und in der Natur und in der Verfassung des Gemeinwohllandes ist die Ausschussentfernbeseitigung sozusagen natürlich mit glückseligem Zustand, also du wirst einige Stunden so glücklich sein, junger Mensch, wie du noch nie in deinem Leben warst, dich so wohlfühlen, wie du dich noch nie in deinem Leben wohlgefühlt hast. Und irgendwann schläfst du ein und das war's dann, ja. Und das ist doch ein glücklicher Abschied, eine glückliche Abschiedsparty sozusagen, ja. Vielleicht macht man das auch als Party und so weiter, ja. Und das ist eben die einzige Härte, die Natur leider auferlegt. Und man kann entweder alles kaputt machen, indem man ein widernatürliches kapitalistisches System hat, in dem die Niedergangssparten systematisch Verbrecher, Obdachlose, Nachwuchs an Verbrechern, Obdachlosen, Arbeitslosen, Armen und Kranken und Behinderten produzieren und züchten, oder man kann es wie die Natur machen im Gemeinwohlland und das nicht zulassen. Ja, das klingt hart, ist aber die einzige Chance für ein glückliches Leben für alle anderen, denn wenn du als Jugendlicher lauter Straftaten begehst, lauter Menschen umbringst und vergewaltigst und so weiter, dann bringst du viel Leid in das Gemeinwohlland hinein und das wollen wir einfach, will kein gesunder Mensch. Das will nur der Kapitalismus, ne? Weil dann die ganzen Industrien, die Verbrecher betreuen, allesamt, ja, also private Sicherheitsdienste, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Gefängniswärter, Sozialarbeiter, also Resozialisierungsmitarbeiter und so weiter. Also all diese ganzen Geschichten, wie sagt, nennt man das? Naja, gut, Bewährungshelfer und all diese Industrien, alle die brauchen Verbrecher. Aber die Bevölkerung doch nicht. Die Bevölkerung leidet unter diesen Verbrechern, wo schon 14-Jährige ermorden und so weiter. Ja? Also das brauchen wir doch alles nicht. Das können wir doch alles in den kranken kapitalistischen Ländern wie Deutschland lassen. Aber das wollen wir doch nicht im Gemeinwohlland haben. Ne? Also, ja, sagen Sie mir, welche Kritik Sie bisher an dieser kapitalistischen Welt hatten. Und ich sage Ihnen,
Ob die Professoren dazu erläutern, warum auch diese Idee wiederum ein Zentralirrtum ist, der aus erzkapitalistischen Profitinteressen kapitalistischer Sparten heraus als Manipulation in ihren Kopf gelangt war. Ja, ich glaube, das war es schon wieder, denn alle bisherigen Kapitalismusanalysen waren sehr einfach und falsch. Das hatten wir schon vor 2 Wochen gelesen. Ja, also Internet ist uninteressant. Wir bleiben noch bei dieser alle 2 Wochen YouTube-Sendung. Aber eigentlich ist Internet wertlos, Buch ist wertvoll und alles Kommunengeschehen. Also bei uns ist es so, diese 2 Bände sind die Eintrittskarte, ohne die es keinen Zugang weder zum Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohnlandes der Erde gibt, wo jetzt sozusagen die ersten Keime einer jungen Kommune und Gemeinschaft sich anbahnen und dann vielleicht auch einer der Kommune erstmal für die Reiferen, bis dann irgendwie das alles mehrgenerationenmäßig sich mischt sozusagen. Und es gibt also auf dieser Welt alles, die einzigen Eintrittskarte für ein besseres Leben sind diese Bücher, und das macht die Sache jetzt klarer und einfacher. Und wir haben uns quasi geistig vom Internet verabschiedet. Tschüssi, bis in 2 Wochen.